Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2021. Der Rob spielt das. Und wir befinden uns auf der Strecke Dresden-Riesa und fahren heute mit einer BR 232. Nee, stimmt gar nicht. Mit einer BR 132 von Dresden über Dresden-Neustadt, Coswig-Riesa und Döbeln nach Karl-Marx-Stadt. Heißt zwar heute nicht mehr so, aber. Ja, genau, das machen wir heute. Ich lese einfach mal vor. Grüße, Kollege, du fährst heute einen Eilzug von Dresden nach Karl-Marx-Stadt über Dresden-Neustadt, Coswig, Riesa und Döbeln. Lass nun deine Fahrgäste einsteigen, schalte die PZB und die Lichter der BR 132 an. Deine Abfahrt ist 8 Uhr und 8 Minuten. Gute Fahrt. Ja, der Autor dieses Szenarios ist Benjamin 78468, um das mal zu sagen. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin's auch, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, habe ich eine kurze Probefahrt bis nach Dresden-Neustadt gemacht. Der Rest ist blind. Ich weiß, Lokführer haben immer Streckenkenntnis, habe ich nicht. Ich bin die Strecke zwar schon mal gefahren, aber ich kann mir das halt bei einmal oder zweimal fahren auch nicht einprägen. Gut. Aber ich denke, mit dieser wunderschönen Diesel-Lok werden wir da viel Spaß haben. Genau, ich muss jetzt hier, ich habe das Spiel übrigens mit der Pause- und Unterbrechen-Taste angehalten. Das ist, müsste es eigentlich weitergehen. Aber wenn ich jetzt die 8 so, dann Pause. Ah, so, genau. Ja, und wenn ich jetzt 8 drücke und dann Pause, genau, dann ist das Spiel pausiert. Aber wenn man sich dann in der freien Kamera befindet, kann man dann trotzdem rumfliegen. Also erst die 8 für die freie Kamera und dann die Pause-Taste. Dann habt ihr ein pausiertes Spiel und könnt in dem pausierten Spiel rumfliegen. Hier, ihr seht das an dem Dampf oder an den Abgasen der BR 132. Da bewegt sich nichts. Aber wir können uns noch immer hier bewegen. Genau, da können wir mal kurz in Dresden uns einfach die Bahnhofshalle anschauen. Ich finde die eigentlich ganz schön. Ja, wer Köln Hauptbahnhof kennt, ist so ähnlich. Bisschen anders auch hier. Aber ja, auch so halt so, wie nennt man das, so Bögen hier oben. Und was man hier noch zeigen kann, ist auf jeden Fall, also das ist so ein Teil-Kopfbahnhof irgendwie. Und hier vor Kopf ist dann halt dieses Hauptportal mit den Türmen hier, wo leider keine Uhren dran sind. Aber gut, das ist halt dann so. Hier vorne scheint sowas wie ein Busbahnhof zu sein. Kann das sein? Ja, könnte sein. Und was ist das hier? Ach genau, hier ist nochmal. Ah, hier sind nochmal. Hier ist nochmal ein Gleis. Gleis 12. Ja, der Dresdner Hauptbahnhof ist so ein bisschen. Gut, werden wir vielleicht noch erforschen in weiteren Folgen. Aber sollte man vielleicht mal gesehen haben, hier vorne dieses, ja, diesen Haupteingang, sage ich jetzt mal. Gut, wir kehren zurück zu unserem Zug, der steht hier auf Gleis 11. Bespannt mit Reichsbahnwagen, also aus der DDR sozusagen, beheimatet in Rostock, im BW, heißt das BW Rostock? BWW Rostock, okay. Revision 5.5.86, kann das sein? 120 sind sie auf jeden Fall zugelassen, das reicht ja auch. Haben wir hier eine Innenansicht? Ach nee, das Spiel ist pausiert. Haben wir hier eine Innenansicht? Nee, ist jetzt auch egal. Wir springen wieder zurück in die Lok. Ich wollte euch das nochmal kurz so ein bisschen zeigen. PZB müssen. Nee, wir machen die Türen auf. Türen auf. Oh Gott. Ach so, ich muss hier das Teil einblenden, genau. Dann sieht man hier unten auch, die Türen sind offen, obwohl. Sehen irgendwie zu aus. Naja. Haben die Innenansicht? Nö. Aber krass, hier kann man auf jeden Fall mit Kinderwagen und rauchen. Das ist eine sehr schöne, ja, verstehe ich. Das ist logisch. Ich mache jetzt extra nicht das Licht an. Ich mache aber noch die SIFA an. Das ist ja immer so. Nee, das war jetzt die PZB. Nee, das war. Shift 7 ist SIFA. Achso, da müssen wir auch drücken.
So, dann machen wir hier noch ein bisschen Licht an, hier auf dem Desk, also hier auf die Führertischbeleuchtung. So. Dann muss man hier immer diesen Taster auf Fahren machen, auf jeden Fall. Und was man noch machen kann, ist hier elektrische Bremse auf ein. So. Hier den Richtungswender auf Fahren verlegen. Okay, jetzt sind wir eigentlich fertig. Ja, sonst sind wir eigentlich fertig. So. Was hier auch nochmal komisch ist, hier dieser Höhenunterschied ist auch irgendwie, ja, komisch. Bemerkenswert, sagen wir jetzt mal so. Okay, ja, es sollte jetzt gleich irgendwann losgehen. Warte mal, wir gucken hier mal in den Fahrplan. Ah, TFZ 132601, VMAX ist 120, ja. PZB Zugarten, obere Zugart, also O. 8.08 Uhr haben wir Ausfahrt, Abfahrt. Gut, gut, gut. Das kann man von hier aber auch... Ah doch, da vorne ist ein Signal auf jeden Fall. Hier kommen blaue Fahrzeuge angefahren. Aha, aha. Box Express mit Passagierwaggons. Ah ja, auch noch nie gesehen. Oh, ist da ein Restaurant drin? Muss man da eben gucken. Ist da ein... Oh, guck mal, Speisewagen. Mega schön. Aha. Sehr interessant. Ah, wieder was gelernt. Schön. Lernszenario. Das ist das Licht. Soll man das an- oder auslassen? Stört das? Nö. Ach so, genau. Ach so, wir sind jetzt auch abfahrbereit, habe ich gerade gesehen. Wenn wir die Bremse lösen, ist das schöner so oder so? Nee, ich lasse es an. So, geben wir ein bisschen Gas. PZB beachten hier. 45 wird hier angezeigt. Das ist unsere Höchstgeschwindigkeit. Hier vorne oben steht auch eine schöne Lackierung. Unsere Schwesterlok sozusagen. Also ein Aufforderungssiefer hier in der BR132. Immer wenn das Licht leuchtet, dann muss man da mal drauf drücken. Oh, oh. Sollte nicht schneller als 40 fahren. 36 ist okay. Wir werden jetzt hier rechts abbiegen. Den kleinen Berg hochfahren hier. Können uns eigentlich auch befreien, wenn ich... Müssen wir das? Nee, bis jetzt nicht. Nee, nee, wir werden uns jetzt erstmal nicht befreien. Ist immer komisch, wenn man an diesen Signalen vorbeifährt, dass dann diese 60, diese Zusatzanzeige, oder ich weiß nicht, ich meine Zusatzanzeige heißen die, dass die dann so abgeblendet werden. Ich weiß nicht, ob das auch in der Realität so ist oder ob das, weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Aber ist mal eine Frage an euch, eventuell wisst ihr das ja. So, wir müssen jetzt hier auch nur, so, 40, so, jetzt können wir 60 fahren. Habe ich geguckt, ob wir... Nee, gut. Handbremse ist gelöst. Ja, das ist manchmal ein Problem von mir, dass dann die Handbremse nicht gelöst ist. Aber dann würde hier unten auch die Amperezahl relativ schnell nach oben gehen. Hier müssen wir PZB wachsam drücken eigentlich. Ja. Und das blinkt. SIFA. Ach so, und wir müssen auch dann auf 60 fahren, ne? Das war jetzt ein bisschen schnell. Ah, jetzt ist auch PZB 1000er Überwachung. Heißt das dann, dass es da vorne rot ist? Ah, ich sehe da nichts Rotes.
Ah, ich bin in letzter Zeit immer vorsichtiger geworden hier. Jetzt immer so ein bisschen draufgängerisch, glaube ich, aber warte mal, das ist für uns, ne? So. So. Und ach, oh, nee, das ist aber wirklich rot da hinten. Oder? Ja. Aber wir sind noch nicht in Dresden-Neustadt, ne? Ich habe hier jetzt auch irgendwie rangezoomt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre ja schlimm geworden. Dresden-Mitte ist hier. Hm. Hm, 25. Ja, jetzt bin ich zu langsam geworden. Ich glaube, man fährt auch nicht so an so ein Signal ran, ne? Wieso ist das denn jetzt hier rot? Knast. Ich muss mal nach Dresden-Neustadt. Was ist das? Hi. Güterzug. Ach, hier ist auch die Messe. Ah, Dresden-Mitte ist auch die Messe. Aha. Na gut. Aus Performance-Gründen habe ich das Zugspitzensignal mal ausgelassen. Darf man zwar natürlich nicht. Ne? Wenn ihr Lokführer seid, macht das nicht. Aber wir sind ja hier im Simulator. Da denke ich immer, vielleicht ist es auch ein Wunschdenken, dass die Performance dann ein bisschen besser ist. Trotzdem mal hier auf die... Irgendwas ist so hier. Jungs. Ist hier los? Ist das vor uns? Ja, hier sind wir. Da ist das rote Signal. Das geht dann hier rüber. Aha, aha, aha. Er hier könnte uns blockieren vielleicht. Hm. Naja. Ist auf jeden Fall noch irgendwas am Fahren. Das ist immer gut. Vielleicht kühlt ja noch was. Nee, weiß man nicht. So. Ich bin ungeduldig. Ich meine, das wäre auch nicht. Das ist doch nicht normal hier, oder? Also. Nee, wollte ich gar nicht. So wollte ich das ja mal. Ah doch, wie süß, der kommt uns entgegen. Hier, Kollege. Können wir mal hornen? Hm. So, geht weiter. Krass. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, jetzt können wir nur, jetzt dürfen wir nur 25 fahren. Die PZB macht hier oben ganz schön Aktionen. Ja. Ein bisschen aufpassen. Soll hier nicht über 25 kommen. Ach so, der piepst die, wenn ihr auf 45 geht hier, aus der restriktiven 500 Hertz Überwachung raus. Jetzt müssen wir noch 45. Ist das hier so ein Hotel oder sowas? Was ist das denn da? Hm. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein.
Ich hab nur gesagt, man darf nicht 45 fahren. Was sag ich? Was sag ich? Ja. Nein, nein, nein. Wir gucken mal, wie die BR132 bremsen kann hier. Guck dir das an, ne? Wie eine große, wie eine große. Schön, schön. So, Deutsche Reichsbahn, schön. Okay, ja, ja, ist ja gut. So. Alter Schwede. Hab ich nur gesagt, ne? So. Das ganze Szenario wahrscheinlich im Arsch. Ach ne, siehst du? Sie braucht nämlich ewig zum Auslösen. Hier, das muss jetzt erstmal hier runtergehen. Ah. Nein. Jetzt hätten wir eigentlich da sein müssen. Hier unten. Na gut. Okay, okay. Einen Fehler kann man sich leisten. Vielleicht. Müssen wir ein bisschen schneller fahren hier. Oh Gott. Himmelfahrtskommando, ey. So, okay. Wir haben jetzt ungefähr 2 Minuten Verspätung. Ein bisschen weniger. Ah. Alter, Stress. Kriegen wir sowieso nicht mehr ausgelöst, ne? Aber trotzdem, wir machen die Türen auf. Zack. Weil wahrscheinlich älteren Damen hoffentlich nichts getan. Keine Beinchen gebrochen und so. War ja doch jetzt ein bisschen heftiger, die Bremsung. Oh, guck mal. Jetzt sieht man endlich mal, dass die Wagen grün sind. Oh, und Türchen ist auf. Schön, schön. Türchen ist auf. Steht da. Nur mit spannungslosen Steckerkuppeln. Okay. Wir gehen wieder vorne rein. Auf unseren Führerstand. So. Türen sind zu. Geben wir ordentlich Gummi. So ist eine ordentliche Dieselanfahrt. Das ist natürlich für die Ludmilla nix, ne? Hier die paar kleinen Wägelchen hinten dran. Schon wieder ein bisschen reduzieren hier die Leistung. Oh, schön hier, Überwerfungsbauwerke. Noch und nöcher. Ah, jetzt müssen wir wirklich sie verdrücken. Oh. Ist auf jeden Fall grün. Schön. Müssen wir hier auf jeden Fall ein bisschen am Gas bleiben, damit wir gleich in Radebeul Ost auch mal fast pünktlich aufschlagen, würde ich sagen. Hier kommen auch die 160er Schildchen. Ja, Gas. Ich sag nur Gas. So. Schön. Noch ein bisschen mehr Gas geben.
schön. So muss das sein, hier nochmal die Leute ein bisschen wecken, ja. Ja, mal wissen, was hier passiert. Die gebeutelten Anwohner von Bahnstrecken. Ob das wohl ein zugehässiges Lachen war, weiß ich nicht genau. Aber, naja. Muss man sich halt überlegen, ne? Bahnstrecke oder nicht. Ob man das verträgt. Da blinkt irgendwas grün. Macht mir persönlich Angst. Da schalte ich doch direkt mal die Leistung ab. Blinkt denn da, du? 50? Was, 50? Das sind ja auch krasse Anforderungen hier an. Ich könnte auch einfach mal mit der elektrischen Bremse bremsen, ne? Hm. Na gut, jetzt bin ich... Ach, jetzt ist rumgeruder wieder, also echt. So. Na, noch ein bisschen müssen wir aber noch runter. Heißt das 50? Ah ne, das ist nicht ein Bremswegabstand. Machen wir nochmal... PZB wachsam. Also das hier, wenn ich das drücke, ja, das Piepsen, das ist PZB wachsam, ja, dann ist da genau Bescheid. So, hier ist er 50 jetzt ab hier, ne? Wir fahren Richtung S. 50, so. Ah, doch, gut gesehen, okay. Ah ja, der Kollege kommt uns entgegen. Mit Doppelstöckern, aha. Interessant. Ah, die waren so eckig, ne? Kann das sein, dass es auch Reichsbahn-Doppelstöcker waren? Und wir biegen jetzt hier rechts ab, oder was? Ah ja. Sehr schön. So. Radebeul. Könnte man nochmal beschleunigen, aber eigentlich ist das Quatsch, ne? Also. Na gut. Eigentlich müssen wir nochmal beschleunigen, damit wir da noch ein bisschen schneller rankommen, sozusagen. Aber sind eigentlich wieder ganz gut in der Zeit. Oh. Oh. Doch, wir machen mal Not. Alter. Uhuhu. Was ist hier? Völlig kurz. Völlig unterschätzt. So, wir machen hier. Müssen auf jeden Fall die Bremse lösen, sonst. Das dauert ja wieder Stunden. Ah, guck mal hier, wie süß. Steht eine kleine Dampfeisenbahn. Das ist auch irgendwie Schmalspur, ne? Ist doch schmaler, schmalere Spur als hier. Interessant. Dass man hier alles entdeckt, schön. Ja, also wie gesagt, ich bin die Strecke auch noch nicht... gefahren. Radebeul Ost scheint auch ein Schmalspur halt zu sein von der Deutschen Reichsbahn. Ja, BW Aue. Vorsicht, kein Trinkwasser. Ah ja. Krass. Steht die hier so? Könnte man ja eigentlich auch mal eine Fahrt mitmachen, wenn die fahrbar ist. Ist die irgendwie fahrbar hier? Ist hier. Ah ja. Hebel sind auf jeden Fall drin. Ah, fährt sogar. Guck mal. Oh, nee. Wie schnuffig. Süß. Süß. Uhr funktioniert auch. Oh. Mega schön. Schmalspuri.
Ich nenne sie Schmalspuri. Schön. So, wir dürfen auch weiter. Ich meine, hier mit der Amperezahl, da dürfte man so 5500 haben ungefähr. Oder da, also da fliegt dann irgendwas raus. Also es ist dann zu viel auf jeden Fall. So, wir überholen jetzt Schmalspuri. Mega schön. Ha! Krass. Na gut. SIFA nochmal drücken. Ah, ist das schön. Achso, wir könnten nochmal versuchen, so eine Außenansicht zu kriegen. Mega schön. Coswig, Gleis 1. Sehr schön. Hier steht auch nirgendwo. 120 die Höchstgeschwindigkeit ist, ne? Normalerweise ist ja hier irgendwo immer so ein Hinweis. Na gut. Wir beobachten mal weiter die Strecke und gucken wir hier nicht einfach so im Führerstand rum. Aber was ist das denn hier für ein Hebel? Hilfe. Damit kann man bestimmt einen Scheibenwischer bewegen, oder? So, schön. Oh. Können wir ein bisschen Leistung abschalten, damit wir nicht zu schnell werden. Hier durch die Vorgärten der Vorstadtbewohner hier. Der Coswigianer, wie wir sie nennen. Ach ne, oder das ist das Ende von Radebeul, ne? Das könnte jetzt noch das Ende von Radebeul gewesen sein. Wir können ja auch mal ein bisschen hier so rausgucken. Oh, ist ein bisschen... Ah ja, Schrebergärten. Kommt langsam wieder Zivilisation ins Sicht. Coswig Hauptbahnhof auch. Oder Coswig auf jeden Fall. Hier auf die Schienen, Jungs. Bisschen Abstand halten, ne? Ist ja Bescheid. Wenn der Papa hier vorbeifährt. Mit dem Töff, Töff, ne? Das geht nicht. Oh, jetzt sind wir ein bisschen zu schnell unterwegs. So, jetzt müssen wir langsam auch mal ans Bremsen denken. 1 Kilometer vor Bahnsteig. Schön da reinrutschen, sag ich jetzt mal, ja. SIFA nochmal drücken. Ja, hier, schön. Schrebergärtchen. Das wird wieder knapp. Was ist das denn? Das ist wieder so ein kurzer Bahnsteig. Na gut, aber wir haben ungefähr 60. Joa, passt schon. Passt schon. Komm.
noch ein bisschen auslösen, aber hm. Ah. Sind ja eigentlich auch viel zu früh hier, ne? Alter Schwede. Na gut, aber das kann man ja dann durch ein bisschen mehr Standzeit wieder ausgleichen, so. Oh. Was ist das denn hier? Was ist das denn für eine krasse Lok? Krass. Alter Schwede. Süß. So, wir holen noch den letzten Wagen da rein. Ich weiß, wir schleichen jetzt hier so ein bisschen in Coswig rein, ja. Aber, so. Jetzt. So. Das war ja krass. Was war denn das für ein Zug, ey? Krass. Hupt sogar die ganze, oder hornt die ganze Zeit, wenn man da in der Nähe ist. Selten gesehen, sowas. Sehr schön eingebaut. Der Benjamin. Krass. So, wir haben Aufenthalt bis 34. Ah ja. Weinböhler, Priesewitz und Trieser. Na gut. So, hier vorne ist dann 60. Das wird wahrscheinlich so ein Weichenbereich sein. Wir können auf jeden Fall nochmal, wenn wir hier ein bisschen Zeit haben. Achso, warte mal. Können wir auf jeden Fall, das würde mich ja persönlich mal interessieren, hier in so einen Wagen einsteigen. So, schwupps. Ah ja. Da sind so Bänke drin. Ja, gut. Aber gibt es hier auch noch. Okay, hier ist auch. Also hier vorne ist immer so ein Vorraum. Da ist WC. Ah ja, okay. Zwei Notsitze. Schade, dass man das nicht lesen kann, aber gut. Gibt es hier vielleicht erste Klasse irgendwo? Gab es das früher bei der DR, erste Klasse? So eine berechtigte Frage, oder nicht? Nee, ne? Nee. Aber da ist so ein weißes Fenster. Das wird das WC sein, oder? Ja. Hm. Wir stehen hier hinten auch. Es ist ein bisschen knapp geworden. Also, ist nicht so cool. Okay. Ah, wir machen uns mal abfahrbereit. Hier geht ja hier um 34 weiter. Schön. So, Türen sind zu. PZB ist ja normalzustand, keine Beeinflussung in Sicht, aber da vorne ist 60, ja, okay, kriegen wir hin, ist managebar, sag ich mal, ja, ist managebar. Ja, davon 110? Nee, warte. Und dann, geben wir auch mal richtig Stoffchen hier. Und dann können wir uns auf jeden Fall nochmal das Fahrzeug von außen anschauen. Ist ja bei hoher Leistung auch sehr schön. Hm, wie schön. So. Von innen auch. Ah, ja. Oh, guck dir das an. Mega schön.
haben, so ein Klackern. Interessant. Da kommt Weinböhler in sich. Diesmal werde ich mal... Okay, jetzt haben wir immer so Katastrophenbremsungen gehabt. Haltepunkt. Ah, vielleicht ist da auch wieder so verkürzte Landebahn, sage ich jetzt mal. Also verkürzte Bahnsteig. Oder kurz, dann... ist ja dann nicht so riesig wie Dresden Hauptbahnhof, also nicht so lange Bahnsteige. Müssen ja keine ICEs halten. Da muss ich jetzt mal ein bisschen... ich schalte einfach schon mal ab, so. Und glaube ich sowieso früh genug dran. Na, schon mal... Vielleicht bremse ich auch einfach mit zu wenig. Weiß es nicht. Na, ich glaube, das ist es. Das war ein bisschen zu früh. Das noch retten können? Ja. Müssen auf jeden Fall noch ein Stück vorfahren, sonst die fallen uns ja da ins Gleisbett, ja? Die, die hinten aussteigen, das kann man ja nicht beantworten. Das ist schon wieder zu früh. So, wirklich, ey. Alter, so. Hinten nicht aussteigen, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich hab's euch gesagt. Gucken wir. Nee, das... ja, so eine ganze Wagenlänge falsch geparkt. Also das ist schon... Ich sehe da Verbesserungsbedarf auf jeden Fall. Ist aber auch eine witzige Konstruktion hier, ne? Das Ding hier... Krass. Können wir mal hochgehen? Kann man da hier durch hochgehen? Ja, ne? Ja, kann man so hoch. Guck mal hier so. Ah, Stempel. Hier entwerten. Tick. Na, ja, Nichtraucher. Ein Fahrradständer. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hier das Schlachtross. Kommt der Kollege von einer elektrischen Bahn hier. Der kriegt das aber gut hin mit dem Bremsen, ne? Ja gut, der ist auch deutlich kürzer. Na gut. So, jetzt Bremsen lösen. Türen sind zu. So, Prisewitz. Vorletzte Chance, vernünftige Bremsung hinzulegen. Mega schön.
Schotterzwerg. Was steht denn da rum? Ah, guck mal. Ganz viele Ludis. Ist ja irgendwie BW oder was? Scheint so, ne? Wie so Werkstätte sieht das aus. 143er wahrscheinlich. Mhm. Hallo? Ja, so nah an der Bahnsteigkante, das mag ich nicht. Ist ja anscheinend 120 Höchstgeschwindigkeit. Das passt ja ganz genau. Kann ich mir schon vorstellen, warum der Benjamin sich da die Lok ausgesucht hat. Jetzt müssen wir ein bisschen abschalten. Auch wie der Motor dann so von der Drehzahl runterkommt. Mega geiles Geräusch. Jetzt muss man so ein bisschen gucken, dass man die Geschwindigkeit ungefähr hält. Jetzt nochmal zwei Stufen aufgeschaltet. Mal gucken. Ja, vielleicht noch eine. Ist auch komisch. Manchmal macht der hier 116 und hier 117. Ne? Ist wahrscheinlich genau auf der Kante. Sehr schön. Ja, Autotransport. Jetzt sind wir schon krass auf dem platten Land, würde ich sagen. Ne? Hier ist ja nix. Nix drumrum. Felder, so kleinere Ortschaften, mal ein Bahnübergang. Ja, schön. Hier geht es ja auch extrem geradeaus, muss ich sagen. Ne? Alter Schwede, also krass. Fast wie Münster-Bremen. Hier Bahnübergang. Ja, also wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen Zeit habe, jetzt gleich werden wir ja auch schon wieder in Prieswitz anhalten, aber ja, wir sind jetzt auch schon mittig im Video sozusagen. Mal gucken, wer das noch guckt. Auf jeden Fall wollte ich eventuell mal, ich mache das in meiner Freizeit, ich fahre ja auch viel Train Simulator trotzdem noch, auch in den letzten im letzten Jahr, wo ich halt wenig öffentlich gemacht habe, bin ich viel so Errungenschaften, Karriereszenarios gefahren, viel in England. Ich glaube, ich werde da draus auch mal so ein, zwei Sachen fahren. Ist eigentlich manchmal ganz schön. Manchmal kriegt man dann halt noch dieses
so eine Errungenschaft da reingedrückt, wenn man 950 Punkte oder so gemacht hat im Karriereszenario. Eventuell nehme ich euch da mal mit. Ja. Könnt ihr auch mal eure Meinung dazu sagen in einem Kommentar unter dem Video, wenn ihr möchtet. Stahlplatten. So, wir schalten die Leistung ab. Prisewitz kommt langsam, aber sicher in Sicht, sag ich mal. So, jetzt schon mal ein bisschen vorbremsen. Damit wir da nicht wieder so unverschämt reinhämmern. Was sollen die Prisewitzer von uns denken, wenn wir da die Steine am Bahnsteig aufwirbeln durch die Bremsaktion? Sehenden Auges, ah doch. Hm, ja. So, jetzt können wir noch ein bisschen nach vorne. Ah, das mit dem Rollen. Ja, die braucht immer so lang zum Auslösen. Das habe ich nicht doch. Ah, jetzt geht's. Ah, ja. Wir passen da nämlich genau rein. So. Halten wir noch genau vom Signal an. Bisschen ruppelig, aber ich glaube, jetzt stehen wir hinten mit dem Zug hintern sozusagen auch gut. Ja, doch, das, also, das kann man noch machen. Obwohl die Tür hier nicht mehr aufgeht, ne? Ich glaube, die hier, ja, die sind noch offen. Ja. Genau, jetzt können wir mal Bahnsteige, ich hasse das ja, wenn die Bahnsteige so eng sind. Das ist echt schlimm. So, wir positionieren mal unsere Kamera hier. Wir mal gucken. Bisschen weit, nee, warte mal, ein bisschen weiter hinten. Dass man die Lok nicht so stark hört. Ich möchte jetzt gleich mal hören. Ob die... Ja, wie heißen sie? Die Türen. Die Türen einen Geräusch machen. Aber wir können ja auch mal ein bisschen hier noch rumgucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ah ja, heckengesäumte Straßen führen durch den Ort. Ist doch irgendwo eine Menschenansammlung. Ach, das wird der Bahnhof sein. Das ist die größte Menschenansammlung. Oh, hier ist auch, guck mal, hier ist ein See. Kleiner, schnuckeliger See. Der hier so ein bisschen... Na gut. Ja, so weit von der Strecke darf man nicht... darf man nicht so viele Details erwarten. Hauptsache, wir stehen hier schön. Mit unserer Ludi. Thomas wird sich so freuen. Alter. So. Wir begeben uns nochmal hinten zu unserem Aussichtspunkt. Hier ungefähr, ne? So. Wo habe ich mir das eigentlich gedacht? Sie hier so auf die Türen schauen. Schön, hier ist ja auch nichts. So ein bisschen Wall, ein bisschen... Ah, hier ist echt wenig Platz. Also, das ist so, oder? Also, so ein Bahnsteig ist... Ein Opladen ist mir dann auch schon ein bisschen auf Gleis 1. Aber gut. So, wir starten wahrscheinlich 52. Hm, dauert noch ein bisschen.
So. Türen sind zu. Schauen wir mal ein bisschen. Warte, das ist ja sowieso so. Oh, Gesundheit. Muss ich die ganze Zeit sie verdrücken. Zwischendurch mal. Ausfahrt geglückt. Hört man noch irgendwo einen Bahnübergang? Ist das rot da vorne? Nee, das hätten wir doch vorsignalisiert gekriegt, oder? Nee, ah, hier ist nichts rot. Nee, nee. Also einzige, was grünes, ist unsers. Schön, schön. Wie es sein soll, ne? Wie es sein soll. Drück mal nochmal SIFA. Ah, hier links ist auch ein Zaun. Die da die Bahnstrecke eingezäunt haben? Oder ist dahinter irgendwie ein. Kann ja auch sein, dass da irgendein Gelände ist. Nö. Eigentlich nicht. Einfach so hier auch die Straße eingezäunt. Naja, gut. Vielleicht sind auch Pferdekuppeln drumrum. Ja, auch sein. So, unser letzter Halt in Riesa. Oh, das dauert aber auch noch 16 Kilometer. Einfach nochmal schauen. Oh ja. Ja, auf jeden Fall nochmal abschalten ein bisschen. Es scheint ja auch hier so ein bisschen Berg runter zu gehen. Sieht man zwar hier nicht so mega krass, dass es wirklich so ist, aber ja. Oh ja, siehst du. Wir sind jetzt auch auf 120. Roll mir hier mal schön den Berg runter Richtung Riesa. Den Riesarer Berg. Naja, ist wahrscheinlich noch nicht Riesarer Stadtgebiet, sage ich jetzt mal, aber. Ja, Was ist denn das hier rechts für eine andere Strecke? Mhm. Wie ist das? Ach, wir werden da eingemündet. Aha. Interessant. Alter, hier 120er Weichen. Schön. Krass. Eine Streckenvereinigung. Na ja gut, könnte auch, wenn man es andersrum befährt, wahrscheinlich ist es auch eine Streckenaufsplittung. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Oh, hier ein zugewachsener Haltepunkt. Oh nein. Mal eben gucken hier. Was ist denn hier? War denn hier mal?
Aha. Aber nicht. Aber hier noch alte DDR-Sachen. Ah ja. Aufgegebener Haltepunkt. Ja, nur Industrie. Schwerindustrie oder Chemie oder was ist das hier so? Oder Silos oder was? Was ist denn das? Haben sie denn hier in Riesa für Industrie? Mein Gott. Raffinerie oder was? Hm. Weiß man nicht. Falls ihr das wisst, könnt ihr das gerne in den Kommentar reinschreiben. Interessiert mich immer sehr, was hier so los ist. Ah, das scheint noch ein regulärer Haltepunkt zu sein hier. Hm. Ja, das Einzige, was an der Stelle... Doch, ah ne, hier so Hektometertafeln, ja. Ja, ein paar sind auf jeden Fall da, doch, doch. Ja, ich gebe es dazu, okay. Doch, es sind welche da, okay, alle 200 Meter. Anscheinend. Vielleicht auch nicht immer. Aber es sind auf jeden Fall welche da. Ich hatte irgendwie eben, oder bei der Probefahrt auf jeden Fall den Eindruck, dass da wenig Hektometertafeln sind. Das ist schon, also hier auf dem Abschnitt stehen auf jeden Fall welche. Wahrscheinlich auch auf anderen Abschnitten, da ist es mir nur nicht aufgefallen. Schöner blauer Zaun hier rechts. Nochmal so ein Haltepunkt. Nee. Hallo? Bisschen mehr Abstand hier von den durchfahrenden Zügen. Gut, dass wir ein Dieselzug sind. Hier sind wieder so Oberleitungssignale, die ich bestimmt verkacken würde. Oder eher gesagt, so Trennstellen sind das ja dann irgendwie. Und dann muss man da den manchmal den Hauptschalter ausschalten und dann manchmal Stromabnehmer senken. Ja, ja, ich fand diese, müsste ich mir nochmal zu Gemüte führen, bevor ich hier mal einen Elektrozug fahre. Aber hier haben wir, was ist denn das? Kies oder so, ne? Wahrscheinlich Kiesverarbeitung. Hm. Interessant, interessant. Ja. Strecke gefällt mir auf jeden Fall. Könnte ich mir auch mit der 112 oder so vorstellen. Nee, was, 112? Ist das sowas ähnliches wie 143, ne? Kollege steht da, sehr nett. Ja, ja, ja. Güterzug, Kollege. Hm. Riesa ist 80 angesetzt. Hier wird auch schön nach rechts rausgeschwenkt. Ah, wir können auf jeden Fall schon mal Leistung abschalten. Ich glaube, wir sind früh genug da. Oh, oh. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Oder ist das rot?
Oh Gott, hoffentlich ist das nicht rot. Ist nicht rot, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Panik, ey. Bei mir sofort Panik aus. Zweimal gelb? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 40? Hm. Die 40er-Vorsignalisierung habe ich aber nicht, naja, hm. Hier ist 20? Ah ne, nur wenn er nach links fährt. Na, wir drücken mal PZB. Ist auch eine sehr schöne Brücke, ne? Ah, hier. Interessant. Irgendein Kanal vielleicht? Kanal? Hm. Ah, ich bin so schlecht in Geografie. Mir ist aufgefallen, die Signalisierung ist sehr schön gemacht, glaube ich. Fehlt, soweit ich das von meinem amateurhaften Standpunkt sehen kann, fehlt da nicht so viel. Habe ich nicht so viel zu meckern? Wie sonst bei DTG-Strecken. So, wir schleichen hier schön jetzt an den Bahnsteig ran. Der ist auch so kurz, ne? Ah, ne, der ist lang. Ne, ne. Hier. Alter, hast du es gesehen? Hier? So ein Wasserrohr für Dampfloks, ne? Was ist das für ein komisches Signal, ey? Krass. Mega komisch. So. Risa, Gleis 4. Können die Türen nicht auf. Oh Gott, die Türen nicht auf. Ja, nee. Bin jetzt vielleicht doch aufgegangen und ich hab's nicht gesehen. Nee, ne? Hm, nee, da müssen wir noch ein Stück vorfahren. Wir haben ja jetzt noch, 6 Minuten oder 2 Minuten Zeit. Anfahrt gegen haltzeigendes Signal. Davon eigentlich, also ist auch eine Todsünde. So, jetzt gehen die Türen auf. Gott sei Dank. Alter Schwede, ich hätte jetzt nicht noch gerne hier zurückgesetzt und so. Das. Puh. Ja, dann gucken wir nochmal hier in den Fahrplan. Risa ist auch unsere Endstation. Bitte alles aussteigen. Guck mal hier, wie schön die Ludmilla ist. Ach. Ein schönes Ding, nur. Eigentlich direkt das Foto machen. Dann mache ich direkt das Foto für. Was sind hier Revision WNT. So, Foto für Thumbnail gemacht. Wir machen hier wieder die Dreieransicht rein. So, jetzt warten wir noch schön hier. Wir können ja noch mal ein bisschen den Bahnhof anschauen. Eventuell gibt es hier noch ein. Hier, guck mal, hier gibt es nämlich noch ein Bahnhofsgebäude. Auch da nicht. Mal so. Direkt mit Busbahnhof dran. So. Okay. Ab hier übernimmt dann ein Kollege den weiteren Weg nach Karl-Marx-Stadt über Döbeln. Ja. Und damit. Ja, ist das Szenario zu Ende und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen oder über einen Kommentar, wenn ihr sagt, zum Beispiel die Kiesgrube war keine Kiesgrube, sondern eine Steingrube oder sowas, würde ich mich sehr freuen. Ja, nächste Strecke wird wahrscheinlich Münster-Bremen sein, die wir fahren.
Ich habe jetzt vor, eigentlich jede Woche versuchen, so ein oder zwei Videos, also eigentlich eins hochzuladen. Ja, mal gucken, ob das so klappt. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook oder so schreiben, was ihr vielleicht sehen wollt. Genau. Ja, das war das Ende des Szenarios. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.